Ja, es ist noch gar nicht lang aus. Voriges Jahr, um die Zeit, da haben sich viele Menschen auch nicht auf Weihnachten gefreut, haben gejammert und geschimpft. Die stille Zeit ist zu viel laut. Jeder rennt nur um Geschenke, keiner auf den anderen schaut. Nur noch Stress, keine Zeit für Familie, keine Ruhe, ein Hetzen und Kaufen. Das Beste gerade nur. Und heuer ist mir's ganz anders. Und ist auch kein Recht. Jeder schimpft, weil er sein Alltag wieder möchte. Keiner will sich beschäftigen in die eigenen vier Wände, mit die eigenen Kinder lernen und spülen. Sind viele nicht mehr gewähnt. Auch jeder hat Sorgen um Bildung, Arbeit, Wirtschaft und Geld. Ja, keine Frage. Das ist alles wichtig. Aber wirklich das Wichtigste der Welt? Denkst an die Leute, die vor lauter Arbeit nicht mehr wissen, was tun. Denkst an die Leute, die ihre Liebsten ohne Verabschiedung haben verloren. Denkst an die Leute, die einsam im Altersheim warnen, ob sie jemals noch einmal Besuch von einem Enkel kriegen, weiß keiner. Denkst an die Leute, die schwer krank und voller Sorgen, sie fragen sie allein, gibt's für mich noch einen Morgen? Denkst an die Kinder und lernst ihnen in der Zeit, dass nicht nur um Noten geht, wer Herz und Mitgefühl hat zu den Leuten, der kann im Leben mindestens so viel bewegen, kann in jedem Menschen einen Grundstein für Gutes legen. Denkst an euren Glauben, tut euch besinnen, auch ohne Gottesdienst ist der Glaube in euch drinnen. Setzt euch mal rein in eine Kirche, ganz groß und lau, zieht eine Kerze lang und lasst los, was das Herz drückt, ganz schwer. Und geht's in den Advent ruhig und still hinein. Nehmt's euch Zeit, tut singen und lesen. Herz in euch hinein. Statt die abendlichen Termine und Feiern, backt's Kekserl und ganz viel. Hört's gute Musik, anscheinend Text. Spült's mit die Kinder ein Spiel. Vielleicht ist das heuer unsere Chance, was Neues zu machen. Die einzige Chance, unsere Herzen zu öffnen, unser Licht zu entfachen. Nächstes Jahr stecken wir vielleicht wieder mitten im Trubel und denken an das Jahr, wie der Geist vom Advent und Weihnachten wirklich in unseren Häusern war. Thank you.
Das Christkind hat dem Kevin gebracht ein Schlagzeug, das es nur so krocht, mit Becken, Trommeln, drum und dran, damit er drauf toben kann. Er hat es aufgestellt im Zimmer, doch schon bald, da spielt er nimmer. Jeder fragt sie, ja, was ist denn geschehen? Und keiner kann den Bub verstehen. Doch Kevin sagt, soweit ich denk, war dies das schönste Weihnachtsgeschenk. Denn weil Frau Meier nebenan das Schlagzeug nicht vertragen kann, zahlt sie pro Woche, und das ist viel, 5 €, dass ich nicht mehr spiel. Thank you.
cool ist das, wenn einer spricht, Weihnachten, das mag ich nicht, diese wilde Schenkerei und Gefühle, Dusselei. Hält man mich vielleicht für dumm? Es geht eh nur um Konsum. Auch den Schnee mag ich nicht mehr, denn er stört nur den Verkehr. Kurz, wenn man's zusammenfasst, der Advent ist eine Last. Andererseits, so frage ich mich, ist denn das nicht fürchterlich? Nichts scheint mehr so, wie es war, ist nur fad und austauschbar. Gibt's denn nichts, was dann und wann einen noch begeistern kann? Ich sag, wenn ich so was hör, kommt mir jetzt nicht so daher. Weihnachten, die heilige Nacht, kann nur sein, was man daraus macht. Und wer es halt gar nicht will, lass es bleiben und sei still. Thank you.